Ciao zusammen und herzlich willkommen bei YouCinema TV. Ich hoffe, ihr habt es euch schon richtig bequem gemacht, euch im Kinosessel und sind bereit für den nächsten Film. Wir haben jetzt aber zuerst mal ein paar coole Sachen für euch bereit. Und zwar war unsere Marketingchefin Delia ein paar Tage in Locarno unterwegs gewesen und unsere Kamera hatte dort immer ein bisschen ein Auge auf sie, was sie so erlebt. Zudem war unsere Reporterin Jael in unserer Sichtbar unterwegs gewesen und hat für euch schon einmal die besten Cocktails ausprobiert. Wir fangen jetzt aber zuerst mal mit ein paar Filmhighlights an, die gleich in unseren Kinos werden anlaufen. Vielleicht mögt ihr euch daran erinnern, wie sie im ersten Magierfilm «Now You See Me» plötzlich Geld geregnet hat. Jetzt sind die vier Reiter nämlich zurück, aber das passt nicht ganz allen. Sie werden nämlich am Arthur Tressler sein ganzes Geld klauen und sein Sohn Walter, wo übrigens gespielt wird vom Harry Potter Darsteller Daniel Radcliffe, beschließt sich an diesen Unfassbaren zu rächen. Ladies and Gentlemen, die vier Reiter. Könnt ihr mich hören, Reiter? Ihr werdet bekommen, was ihr verdient. Danke, vielen Dank. Und ihr werdet es nicht kommen sehen. Ich habe die größten Zauberer der Welt in meinem Zaubertrick. Alle sofort runter von der Bühne. Wir sind in New York von einem Dach gesprungen. Wo sind wir hier? Und in China gelandet. Wie ist das möglich? Das war soeben mein Zug. Jetzt sind Sie dran. Irgendwie hat es jemand geschafft, uns übers Ohr zu hauen. Ja, ihr wurdet in eine Falle gelockt. Tada! Stopp! Und jetzt steigt nach oben. Es gibt viel mehr als das, was man sieht. Jetzt kommen wir zu der Komödie «Mike and Dave Need Wedding Dates». Ihr könnt es ein bisschen erahnen, in diesem Film dreht sich alles um eine Hochzeit. Und zwar um die von der Schwester von Mike und von Dave. Damit das Ganze nicht gerade in einem riesen Chaos sendet, besteht sie nämlich darauf, dass die beiden Jungs jeweils mit Begleitung erscheinen. Und was sich die einfallen lassen, um eine Begleitung zu finden, das seht ihr gerade jetzt. Bei mir sind Mike und Dave Stengel. Sie brauchen Dates für die Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii. Komm, wir fliegen mit diesen Typen nach Hawaii. Wir suchen nette Mädels. Wir werden so vertrauenswürdig aussehen wie... Die Home Art gehört zum Plan. Geht's dir gut? Jetzt auf jeden Fall. Ich hab ihr Leben gerettet! Das ist Alice. Tatjana, sie ist Lehrerin. Wenn man Kinder unterrichtet, ist das Wichtigste die Wiederholung. Sie glauben einfach nicht, wie dämlich die sind. Die sollen dafür sorgen, dass wir cool aussehen. Du bist dran, Mike! Let's go! Sieht sehr übel aus. Sie sieht aus wie Brandopfer, Barbie. Und du bist der schwarze Ken. Ich sage euch, was wir diesen Sommer eins an Nasentüchli entsorgt haben, nachdem «Me Before You» zu so einem riesen Hit geworden ist. Für alle die unter euch, die Liebesfilme ein bisschen oder auch ein bisschen fest gern haben, habe ich eine gute Nachricht. Die nächste Love Story kommt schon sehr bald. Darum geht jetzt am besten schon mal neue Nasentüchli kaufen und sorgt für einen Nachschub. Er kann doch nicht einfach so weg sein. Dem Leben muss doch auch was fehlen. Oh Gott, mein altes Handy. Da sind bestimmt noch seine ganzen SMS drauf. Manchmal braucht man eine Weile, ich kenne das ja. Ich weiß nicht, ob meine Weile schon um ist. Ich finde, solange ich mit ihr rede, ist er nicht tot. Vielleicht solltest du es auch machen. Ben in dein Leben zurückholen, mit ihm reden. Ben? Oh Gott, das geht nicht. Hallo? Ich kriege so komische SMS von irgendjemandem. Das ist irgendeine Olle. So, und jetzt irgendeine Olle? Alter, schreibt da kein Typ. Du musst es ihr sagen, das geht doch nicht. Du schwärmst für eine Frau, die ewig lange SMS an ihren toten Ex-Freund oder weiß ich nicht wen schickt. Sie berührt mein Herz. Sind sie verliebt? Die sind bei mir gelandet, die hab ich bekommen. Die haben was mit mir gemacht, die SMS. Von Liebe und Romantik kommen wir jetzt zu Action und Western. Der Denzel Washington, der Chris Pratt oder der Ethan Hawke. Die spielen alle zusammen im neuen Film Magnificent Seven mit. Klingt schon mal nicht so schlecht, oder? Und das Ganze ist unter dem Kommando vom Regisseur von Training Day, Southpaw oder Olympus Has Fallen gedreht worden. Finde ich auch schon mal recht vielversprechend. Was sieben Söldner genau für eine Mission haben, das seht ihr jetzt gerade im Trailer. Ich brauche einen Mann mit ihren Fähigkeiten. Ich bin nicht käuflich. Ich bin vereidigter Leutnant. Wir brauchen Ihre Hilfe.
Wir sind anständige Leute, die aus ihren Häusern vertrieben werden. Kaltblütig abgeschlachtet. Sie sinnen also nach Rache? Ich sinne nach Gerechtigkeit. Aber ich nehme auch Rache. Wir suchen Männer für einen Auftrag. Ist er schwer? Unmöglich. Schieß verdammt nochmal! Schätze, der Totengräber macht bei dieser Sache ein gutes Geschäft. Es wird kein gutes Ende nehmen. Ihr müsst hassen, worauf ihr schießt! Wie viele Männer sagst du? Jetzt haben wir noch etwas ganz Spezielles für euch parat. Unsere Marketingchefin Delia Kiburz ist nämlich an der Trade Show und am Filmfestival in Locarno unterwegs gewesen. Und für euch gibt es jetzt einen ganz exklusiven Einblick in das Ganze. Hallo, liebes Kinopublikum, ich begrüße dich direkt aus dem Rialto-Kino in Locarno. Währenddem die Kinobesucher, die gestern auf der Piazza Grande waren, das Filmfestival geniessen durften, bis spät in die Nacht, sind die Schweizer Kinobetreiber heute Morgen schon ganz früh aus dem Bett und schauen hier im Rialto-Kino an der Trade Show ausgewählte Filme vom kommenden Herbst und Winter. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie wir Filme aussuchen, die euch gefallen könnten, das hier in Locarno ist eine Möglichkeit. Also, ich werde heute versuchen, alles ohne Hilfe zu schaffen. Sollte keine große Sache sein, solange jeder genau das tut, was er tun sollte. Nicht wahr? Oh nein. In 5 Minuten muss Roscoe beim Tierarzt sein. Hab euch lieb und jetzt raus! Die Elternversammlung wurde heute auf 5 Uhr vorgezogen. So. Du kommst doch auch? Klar, kurzfristig bekommt man am besten einen Babysitter. Ja, absolut. Problem. Du kriegst es hin. Ja, jetzt der Roman Güttinger bei mir. Er ist Verkaufsleiter von der Ascot Elite Entertainment und erzählt euch, warum ihr Bad Moms unbedingt schauen müsst. Roman. Also Bad Moms ist einfach meiner Meinung nach der perfekte Unterhaltungsfilm. Was dort mal der Hangover von Männern war, oder man denkt sich von Männern, ist der Bad Moms für Frauen. Also nicht nur Frauen, die Mütter sind, sondern allgemein. Eigentlich ist das alles nur noch ein Kampf darum, wer die Supermutter ist. Dabei könnte das Leben doch so viel mehr Spaß machen. Wisst ihr was? Wir gründen die Bad Moms. Ich denke, der Film wird sehr gut ankommen im Publikum und es war eine nette Überraschung drin. Ist das dein Still-BH? Als hättest du nur einen einzigen langen Busen. Eine Schlauchtitte. Das hier ist mein Sexy-BH. Kann man sowas kaufen? Ist voll hässlich. Ja, ich will es nicht mal anfassen. Sieht wie eine Augenmaske aus. Können wir schauen, ist wirklich sehr empfehlenswert. Super, danke vielmals, Roman. Ich habe jetzt noch Gelegenheit, mit Michelle Lorenz zu reden. Sie ist PR-Managerin bei Walt Disney Switzerland und sie kann uns garantiert sagen, warum wir alle Findet Dory schauen müssen. Also ich denke, die Schweizer wartet schon sehnlichst auf Findet Dory. Es ist jetzt ja 13 Jahre nach Findet Nemo. Und darum ja, muss man den Film einfach gesehen haben. Es knüpft eigentlich dort an, wo Findet Nemo aufgehört hat. Und man begibt sich eigentlich auf die Reise mit der Dory. Und sie ist immer so ein bisschen vergesslich, erinnert sich aber plötzlich wieder. Und ich glaube, das ist also ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, weil sie auch schon bei Findet Nemo so ein bisschen die Herzen sich von den Zuschauern geschwommen hat. Also unbedingt anschauen. Das tut sehr schön. Danke vielmals, Michelle. Ich hatte was vor, aber was? Dory ist zurück. Zurück? Ich dachte, ich habe was vor. Und erinnert sich natürlich an nichts. An was soll ich mich erinnern? Denk nach. Worüber? Was du vorhast. Wann? Jetzt! Warum? Ein kleiner Fisch mit Herz, aber ohne Kurzzeitgedächtnis. Hallo, kannst du mir bitte helfen? Oh, nicht gut. Findet Dory. Ab 29. September, nur im Kino. Wer war jetzt Dory? Das war es mit unserer Berichterstattung von der Trade Show in Locarno. Ich mische mich heute Abend hier unter die 8000 Besucher auf der Piazza Grande und verabschiede mich von euch mit ein paar schönen Eindrücken. Tschüss zusammen!
perfekte Kinobesuch? Gehört für euch da zum Beispiel ein Sack voll Haribo-Schleckzeug dazu? Oder wie bei mir ein Sack Popcorn und ein Cola? Mein Vorschlag, das nächste Mal machen wir es alle ganz anders und gehen im U-Cinema Zoftringen oder im Palace in Olten mal in der Sichtbar vorbeischauen. Unsere Reporterin Jael ist dort schon mal vorbeigegangen und hat für euch die besten Cocktails ausprobiert. Jedes Mal, wenn ich ins U-Cinema gehe, in Olten oder in Oftringen, gehe ich noch kurz bei der Sichtbar vorbei und schaue einfach, was so die Kreation vom Monat ist. Raffi, magst du mich überraschen mit dem Cocktail of the Month? Ja. So, also dann erzähl doch mal. Ja, also unser Monatscocktail ist der Melon Cup. Und passt natürlich zum warmen Wetter, oder? Es gibt nichts Geileres, als frische Wassermelone in dieser Hitze zu essen. Und wenn das nachher noch barst mit Wodka, dann hast du also diesen schönen Smoothie-Cocktail, wo noch ein bisschen Prosecco reinkommt und dann ist es noch ein bisschen prickelnd. Perfekt für den Sommer. Das ist Barsprach-Smooth. Okay. Ja, und wo fängt man denn da an? Also, das Wichtigste, oder? Frische Melone. Haben wir jetzt hier eine Mischung zwischen Honigmelone und Wassermelone. Und dann kommt ein bisschen Sirup drin. Noch ein bisschen Zuckerlösung. So. Und dann nehmen wir das Ganze stampfen. Schmeckst du es sicher schon? Boah, es schmeckt so fein! Und jetzt ein Eis drin. Und jetzt der Wodka. Und noch ein bisschen Prosecco auffüllen. Und jetzt ein bisschen Spritzig. Sieht perfekt aus. Dekoration. Nehmen wir ganz einfach einen Wassermelonenschnitz. Und das Röhrli. Und fertig wäre unser Cocktail. Also, kannst du mir ganz schnell nochmal sagen, was ist jetzt das genau? Also, das ist der Monatscocktail, der Melon Cup. Perfekt jetzt für die heißen Tage. Er ist erfrischend, er ist fruchtig, er hat eine schöne Süße drin und er ist natürlich auch prickelnd mit dem Prosecco drin. Prickelnd? Ja, du hast mir jetzt gerade selber Lust gemacht, deswegen bin ich so frei. Oh mein Gott. Wenn ihr ins U-Cinema kommt und wenn ihr heiß habt, dann kommt beim Raffi vorbei und trinkt den Melon Cup. Ausgemachte Flatbread. Würdest du es gerne so machen? Ja, mega gerne. Go, Bar God. Ah. Oh ja, Pfeffer. Perfekt. Was haben wir da drauf? Das ist Peperoni, Pilze, Mozzarella, Cheddar und Oliven. Ich möchte wissen, die Hammer-Flatbreads die kann man auch bis zu 30 Minuten vor Feierabend noch bekommen. Alles sichtbar. Und ich probiere es. Schauen wir mal, ob es dazu passt. Passt super zusammen. Es ist wie Pizza Hawaii, aber aufteilt auf Flatbread und Drink. Ist perfekt. Jael hat mich jetzt schön lustig gemacht. Ich gehe jetzt selber auch noch schnell ein paar und verabschiede mich damit von euch. Das war schon wieder von U-Cinema TV. Ich wünsche euch ganz einen schönen Kinobesuch und geht doch nachher gerade noch schnell an der Bar vorbeischauen und gönnt euch einen Cocktail. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.